Hier raus. Und ich gehe nochmal zurück. Mal gucken. Yep. Bin mir so weit gekommen hier. Verdammt. Jetzt komme ich in. Jetzt komme ich hier nicht raus. Irgendwo raus, oder? Richtig. Das ist ein Balken. Ah, da. Dass ich hier auch rauskomme. Schauen wir mal. Runter. Dann darüber schwingen oder was? War dann wieder hier. Nein. Hallo, kletter bitte wieder hoch. Error, danke. Aber ist das richtig hier? Ich guck mal. Bin ich wieder hier? Ich bin wieder draußen, aber ich weiß nicht, ob das richtig war jetzt. Ich guck mal gerade auf der Karte, zählt das noch? Ist abgeschlossen. Gibt da auch immer Fähigkeiten dafür, die freigeschaltet werden, glaube ich, oder? Wenn man so ein Grab meistert, kann es sein? So, dann mal gucken beim nächsten Lagerfeuer, ob ich da was freigeschaltet habe. Ich muss mal halt nochmal rein, aber ich habe es ja eigentlich gelöst. Ich war ja an der Tafel. Wir werden sehen. Dann kümmern wir uns jetzt wieder um die Hauptquest. Ja, hier irgendwo. Was? Vielleicht noch ein bisschen Gold. Ich bin vorbeigelatscht. Ich glaube, ich muss hier rein, oder? Ach.
Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ha, schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. So. Können die Tür nicht weiter aufmachen hier? Bin ich hier noch richtig? Ja. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Ja. Hier liegen eine Menge Leichen rum. Chachevanu chik in Topikonov. Chenhumpel batelilu chhel bishunahe. Beishan in Tugul. Minanu nukolov, malov. Yetel mishuts kansani lobi. Chokili uhet tantike. Beili kun uchulo. Hachwahel un binton utsil waminan kukulkantik wignalone? Ateni, imesach. Inka, ma, utskan. Auch Gefangene genommen hier. Die Schweine. Wow, nichts rum, was ich ankrabbeln kann. Verdammt. So. Ganz geil. Oh, hier ist ein Monolith. Das beschreibt etwas in der oh, Nähe. Kann ich auch wieder lesen. Sie ja, stehen geil. Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattet. Hä? Der Schlange beobachtet. Achso, hat weitergeredet. Na gut. So, bin ich schon in dem Radius, oder? Scheiße, ich habe die Rettung vom Dings gar nicht fertig. Nein, ach so. Stimmt, das war ja. Fähigkeiten, kommen, OP. Ja, heben wir aber auf. Und jetzt nochmal einen Moment mit. Holz. Alles voll. Holz. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendwo hier muss was sein. Hervorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher, aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Sieht auch aus wie ein Frosch. So, wir brauchen immer noch einen Schatz, der hier irgendwo rumliegen soll. Wahrscheinlich muss ich auch nach dem wieder graben. Bei dem letzten Monolithen. Sorry, wenn ich jetzt hier so oft meinen Sinn drücke, aber... Sieht ja heiß aus.
Warte mal, ich guck nochmal mit den Monolithen. Quest. Artefakte. Herstellen, Fähigkeiten, Inventar. Ein Haufen Zeug, was ich schon entdeckt habe hier. Aber wo sind die Monolithen? War doch hier in der Mitte. Symbol, das weiße große. Aber hier ist nirgendwo was. Naja, vielleicht finden wir es später noch. Das war doch woanders. Oh, Bosti! Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Da ist ein Käferchen gerannt, den krall ich mir gerade mal. Nein, das war falsch. Da ist der Käfer. Zap! Erledigt. Da liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Da liegt was. Alles plündern hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach so, Holz. Ja gut. Davon haben wir genug. Hallo, hier ist eine Kiste. Komm und sieh dir meine Ware an. Warte mal. Mal gerade was probieren. Ah! Ein Schmuckstück! Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Jetzt gehört's mir. Du verkaufst Sachen, was verkaufst du denn? Hi, hallo. Wie kann ich dir helfen, Lara? Wieder die. Alle diese auch echt überall, oder? Golderz. Viel Spaß damit. Jadeerz. Ein gutes Geschäft. Rest behalten wir. Aber die hat auch nichts Neues mehr. Höchstens hier noch ein paar Waffen kaufen. Beziehungsweise das Fernrohr. Viel Spaß damit. Danke. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Ja, mach ich.
weg von der Tür! Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Ich probier's jetzt mal frontal. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Okay. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Fragen wir doch hier mal so einen von den Fuzzis, oder? Gut, die wollen nicht. Aber wo kriege ich jetzt Hilfe her? Oh, warte mal. Vergib mir, Hau, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt, nicht nur Rebellen, dass ich, naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen, die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Die hat eine heiße Frisur, oder? Die haben alle heiße Frisuren. Ich kann nirgendwo... Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Okay. Dann kümmern wir uns mal um ein bisschen Hilfe. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen dafür, dass alle ruhig bleiben. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Ja, ist passiert. Komm, helfen. Es ist sicher, hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Ja, mach auch. Also. Achso, ich muss ziehen hier. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauch okay. Komm, die Wachen auf sind geht's. Weg. Dann müssen wir jetzt los. Stopp, Zarab, ihr müsst ziehen, ich muss rein. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Was? Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Auf geht's.
Komm, hier. Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Renn nicht so weit vor. Ich muss nur noch Sachen klauen. Der Ausgang ist blockiert. Hier gibt's nichts. Ich hoffe weiter. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Ihr. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Noch ein Messer-Upgrade. Das ist ein Messer. Gut. Papa. Oh, Kayara. Ich dachte schon, ich würde dich nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Oh, da war ein kurzer Ruckler. So, Mission abgeschlossen. Hakans Rettung. Perfekt. So. Da steht noch was rum. Machen immer noch Mucke. Halt, hier steht auch noch was rum. Oder war das das? Noch was? Hier gibt es noch was zu lesen. Beschwa. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Vor allem mit den Federn da. Oh, wir gucken uns hier noch ein klein bisschen um. Alles EP, alles. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was hier? Oh. Alter, gibt's hier viel Zeug. Was? Dokument, 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 Dokument. Ja, alles klar, krass. Ich näher mich bei dem ganzen Krempel. Noch ein bisschen sammeln. So, warte mal. Hier ist. Hier komme ich nicht rein. Hier würde auch noch ein Dokument liegen. Aber vielleicht gehe ich am besten jetzt mal zurück. Halt! Was gibt denn da noch? Federn. Haben wir alle. Nochmal Federn. Nochmal Federn. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. So, muss ich hier rein? Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Tja. Du darfst hinein. Hätte da nicht gedacht, hä? Alter, wieso machen die Türen immer nur so halb zu? Mehr Wachen. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Nee.
Und wir waren mal auf derselben Seite. Ich habe dich zu lange weitermachen lassen. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wäre diese Streiterei Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Weil du ein Arschloch bist? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Ja, aber auch dieser Andres Lopez muss die Schatulle ja irgendwo haben. So, die gehen jetzt alle.